So, Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Paper Mario 2. Das letzte Mal, ja, war ich woanders, jetzt bin ich hier. Was soll das? Das fragt ihr euch jetzt. Sag es mal so, ich war im Duellkerker und war trainieren. Ich bin jetzt auf Level 9 und ja, jetzt, falls einige jetzt dachten, ach, er macht jetzt ein 10K-Bit in Paper Mario, ja, Leute, vergesst es. Ich wollte fast das mal mit F sagen, aber das sag ich lieber nicht gegenüber euch. Gegenüber euch sag ich doch nicht. Ich habe jetzt 15 KB, 15 BP und natürlich habe ich meine Ordner richtig geil aufgemischt. Darf ich euch meinen geist neuen Ordenzugang vorstellen? Kampfrausch! Und Zepper! Das ist ein richtig geiler Orden, muss ich wirklich sagen. Und wer jetzt glaubt, ich habe kein Bingo geschafft, der irrt sich, ich habe Bingo geschafft. Und damit ich diesmal einen Beweis für euch auch mal dabei habe, habe ich beschlossen, euch meinen Screenshot zu zeigen, den ich geschossen habe, als das Bingo passiert. Ja, ich habe Drucktaste gedrückt, um euch zu screenshotten. Also, viel Spaß damit erstmal. Ja, so. Ich hoffe, euch hat der als Beweis gefallen. Und ja, ich werde jetzt einen Bingo-Counter mal wieder einblenden, wenn wir ein Bingo schaffen. 3 haben wir jetzt. Wie viele Bingo schaffen wir wohl noch an dem LP? 3 sind schon zusammengekommen. Das ist schon mal geil, hä? Ja. Außerdem habe ich festgestellt, dass Kupios, das ist einfach mal, eine übelst harte Verteidigung hat. Und uns fehlt nur noch ein Sternsplitter. Ein einziger. Dann können wir uns den Kraftlos-Orden holen. Ja, es gibt auch noch den Kraftlos-P-Orden. Ich glaube, ihr wisst ja, was mit P gemeint ist. Und falls ich richtig gelesen habe, was ich auf einer dieser Duell-Charakter-Tafel gelesen habe, gibt es in dem Spiel nur 100 Sternsplitter. Könnt ihr das bestätigen? Schreibt es mir in die Kommentare, denkt dran, das Spiel ist noch blind für mich, auch wenn ich es einmal im Best of das gekannt habe. Ich habe doch nicht so groß das Spielgeschehen kurz skillt, weil das wäre zu viel spoilern. Da müssen wir jetzt rein. Tschüssi. Was bist du denn? Ja, den habe ich auch gesehen nach Ende der Aufnahme. Ja, fress mich nicht. Was? Ihr wollt mich also gar nicht fressen? Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Nein! Wirklich, puh, da bin ich ja erleichtert. Du bist doch sicher aus dem Wunderwald. Was machst du denn hier? Was machst du denn? Ja, dann hier. Eigentlich würde es denn hier besser passen, aber ey, egal. Was? Woher wisst ihr, wo ich herkomme? Ha! Bestimmt gehört es zu diesen Korruptionen und habt mich bisher verfolgt. Was ist aus mit mir? Ich weiß, ihr werdet nicht essen. Haben nämlich kein Abendessen gehabt, deswegen werde ich jetzt einfach essen. Korruption? Was soll das denn sein? Ist das vielleicht eine Band? Geil, die will ich mal anhören. Wir tun ja nichts wirklich, aber erzähl uns doch bitte, was du weißt. Alles gut, die Korruption sind in den großen Baum eingefallen, in dem wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet, deshalb bin ich hergekommen, um Hilfe zu holen. Bösartige Kerle haben auch einen Baum überfallen. Wisst ihr, warum die den Baum überfallen haben? Weil Baum. Ja, schöner Witz, hä? Vielleicht sind ja dieselben, die Prinzessin Peach geführt haben. Und nun sind sie im Wunderwald, um das Steinjuwel zu suchen. Jetzt, wo du sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir wussten überhaupt nicht, was die von uns wollten. Will uns vielleicht diese Frevler bekämpfen und wegen dieses Sternjuwels? Ich könnte Bubuma bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor dieses Typ es bekommen, es ist wirklich dringend. Bitte, bitte. Klar. Wirklich, ihr kommt also mit. Aber natürlich, wir werden dich doch nicht einfach im Stich lassen. Außerdem müssen wir Sternjuwel unbedingt vor diesen Schurken finden. Vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens heißt er Bubulio. Ist gut, dann führst du dich jetzt zu unserem Baum. Folgt mir ganz einfach. Hier entlang. Klar. Ein Moment noch. Bubuma sagt, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's. So. Gelangt man in unserem Wunderwald. Nun kommt schon bald euch. Ja, los, Mario, bewegt deinen fetten Hintern.
Genau so. Wir haben zwei Bingos in einem ersten Kapitel gelegt, habe ich gerade festgestellt. Ich muss wieder ein Bingo hinlegen in dieses Kapitel. Das ist doch wohl klar. Der Bau der Bubus. Oh, das habe ich jetzt richtig geil gesprochen. Der Wald sieht episch aus. So richtig schön schwarz. Der Wunderwald ist ziemlich wundersam, wirklich. Und unser Steinwald befindet sich in irgendeinem großen Baum. Er befindet sich in einem Baum, bei Baum. Nur noch ein kleines Stück, dann sehen wir schon den großen Baum. Muman, die Stammälteste und all die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester, also gehen wir. So, wir haben hier erstmal schöne Zone. Guckt euch erstmal um. Was willst du sehen? Wir müssen uns ja die Gegend mal richtig anschauen, oder ein bisschen. Damit wird es die Orientierung auch nicht verlieren. Ich werde hier garantiert die Orientierung verlieren. Oh nein, ich will kein Double Safe machen. Sorry, wenn es jetzt laggt, meine Festplatte ist gerade auf Hochtouren. Schau jetzt mal an. Hihi, na los, an die Arbeit! Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Marvin und ihm die Karte abjagen, die uns zu den Steinen führt. Und dann haben wir Marvin und seine Kumpane einfach fertig, oder? Also, nach meiner Information müsste man bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und greifst dir die Karte. Barbara, was versuchst du da eigentlich zu verstecken? Oh, das jetzt habe ich gerade an dem Baum gefunden. Ist dieses Collier nicht wirklich wunderbar? Das kann ich einfach, da kann ich einfach nie widerstehen. Also wirklich, habt doch nicht immer alles, nehmt doch nicht alles von der Straße auf. Doch, und was ist, wenn es Geld ist, wenn es 500 Euro ist? Ich glaube, wenn das 500 Euro wäre und du sagst, ach, 500 Euro, ich lasse es einfach liegen. Da kommt Paper vorbei. Der wird sich anschnauzen. Abgesehen davon, es gibt wichtige Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir diese Zeichnung, die Kutsius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich hab die Zeichnung wirklich nicht wirklich Amnesie gehabt oder so. Die wichtige Sache nimmst doch immer du. Seid unsicher, ich hab sie nicht. Du solltest sie nehmen. Du Versagerin, und jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber. Hä? Brunhilde? Was willst du denn schon wieder, Roberta? Was? Ein Kerl mit einem Schnauzbart? Für so etwas haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Spar dir das für später. Was dich angeht, Barbara, ich kann es nicht wirklich fassen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich glaube mir. Ich hab sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe! Es reicht, wie kannst du zwang, mir auch noch zu widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Ich hab gratuliert, dass du gerade gefunden hast, jetzt mir. Aber Brunhilde, so ungerecht. Oh, ich will dich wissen, du dumme Schlampe! Guckt euch doch mal an, wie dumm die sind! Diese Gehirne amputiert! Das stell ich vor, denn die merken's ne. Gehirn amputiert. Na, die Pflanze ist wenigstens nicht Gehirn amputiert. Das einzigste Ding auf der Welt. Und ja, jetzt werdet ihr Zappa in Aktion erleben. Zappa macht mich elektrisch. Ich bin nicht elektrisch geladen. Ich hab so komisch vor im Kopf. Was das Thema elektrisch geladen angeht. Ich sag dir lieber erst, wenn es wirklich dazu kommt. Au! Bam! Oh, fick dich doch! Mach ein paar. Ne, mach nix. Mach einfach nix, verteidige ich einfach wie ein Mann. Wie so ein kleines Mädchen. So!
Wir kriegen echt wenig, weil wir schon Level 19 und so. Aber dafür sind wir overpowered. Wir haben nämlich die Sachen und wir brauchen jetzt nur noch den letzten Sternsplitter für den Orden. Deswegen werde ich die Bäume hier mal ordentlich zerfisten. Ich weiß. Ich zerstöre die Umwelt, deswegen wollte ich die Bäume zerschlagen. Und au! Du Arschgesicht! Ich werde dir mit Eleganz ins Gesicht springen. Ah! Mein Fuß! Bam! Und down! Die Pflanze will unbedingt verrecken. Du willst es doch nicht anders! Oh Merle, das ist halt ungünstig! Komm da erst wieder, wenn ich wieder einen Bosskampf hab. Da wäre es gut. Okay, ich zeig euch, wie es weh tut. Hier. Double Fisting. 5 Sterne. 5 Schadenspunkte. Fick dich. Wir brauchen sehr viele Kraft plus Orden. Honigsirup. Und tot. Oh Gott, die können wir nicht einfach normal angreifen. Nicht wie immer. Machen wir das hier. Ich zeige euch die Macht des Maxi-Bebens. Wisst ihr, deshalb verkacke ich Maxi-Beben nämlich am laufenden Bande. Nach langer Zeit kriege ich die erste Runde wieder hin. Okay, bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Yes! Hier, fickt euch alle hart! Hier, guck mal, ganz hart! Ganz hart! Ja, hier, fickt euch! Kreuzweise! So, jetzt hab ich's offiziell durchgesagt. Mit Doppelkreuz. Und wir haben echt alles erbraucht. Gehen wir weiter. Jetzt kommt der große Baum da. Das ist der Baum, in dem die Bubus leben. Aber leider nicht wir, sondern auch Pikatus und Fadulas. Also mal mir nach. Jetzt machen wir hier sinnlos hin und her gelatsche. Ist jetzt wirklich sinnlos hinhergelatscht, was jetzt hier kommen wird. Ich will gern die drei Hexen mitkämpfen. Ich bekämpfe jetzt auch. Ein Baum mit einem elektrischen Stier? Die lassen sich ja echt alles aufrüsten. Da müssen wir lang. Aber wir brauchen dafür einen ganz bestimmten Partner, den wir jetzt gleich kriegen werden. Was ist das? Was ist denn los? Seht ihr, diese Tür, die war ja früher noch nicht. Und sie geht nicht auf, dabei dachte ich jetzt, können wir sie alle retten. Ich glaube, der Jaman hilft uns nicht, was sollen wir tun? Ich hab's! Oh nein. Boboma hat vor langer Zeit etwas von einem Geheimgang erzählt. Der ins Innere führt. Hier in der Nähe muss er irgendwo sein. Aber wir sollen den Eingang nur finden. Was können wir nur tun? Wenn er so geil ist, sollen wir den Eingang dann finden. Eingang ist dieses unsichtbare Ding, was wir beseitigen müssen. Aber wie sollen wir es beseitigen, dass wir nicht sehen können? Ich hab's, Ariona! Madame Arionas Künste werden uns bestimmt weiterhelfen. Ach du Heilige, nein. Madame Ariona ist eine stattliche und betörende Dame, die hier im Wald lebt. Sie ist ein Wolkengeist und sie herrscht über die Winde. Bestimmt kann sie diese Dinge einfach wegblasen. Madame Ionas beleidigt ganz tief im Wald. Wir gehen da
den Cashback zurück, den bekommst du, und dann zu ihr. Also, nein. Ich weiß, wer Ariona ist. Ich weiß das auch genau. Und das wird nicht lustig. Hier ein Haus zu bauen war die beste Idee, die ich je hatte. Diese Ruhe, der Frieden. Es ist alles ganz anders als damals. Kein Pomp und überflüssiger Luxus. Jeder Tag hier gibt mir neue Lebenskraft, neue Energie. Und mir jeden Tag sehe ich frischer aus. Ich fühle mich jetzt jung. Die kleinen Pupus aus dem Baum sind ganz, wirklich ganz liebreizend. Aber bleibe ich noch. Ich bleibe noch lange hier, wird die Sehnsucht nach Leben mich verzehren. Ach, diese schillernde Welt des Theaters, wie könnte ich das je vergessen? Ohne jeden Zweifel, die Schauspielerei ist und bleibt doch meine Berufung. Aber vor meinem Comeback sollte ich Körper und Geist doch etwas in Form bringen. Ein bisschen Make-up unterstreicht meinen natürlichen Liebreiz. Oh. Schockschwere Not, es ist weg! Verschwunden, mein! Ja, das Kollier ist weg, wir müssen es wiederholen. Bist du ordentlich, dass so schnell es geht? Kommst du uns wieder, wenn wir von hier aus immer geradeaus gehen wollen? Wir gehen einfach zu Ariona. An die Truhe interessiert mich jetzt gerade nicht, was da drin ist. Ich glaube, Pepe hat sie nicht geöffnet, oder? Nein! Ich komme in die Röhre, es buggt wie bei Pepe. Ihr seid so Schweine! Jetzt krieg ich euch auf die Aggressivität wieder zurück. Ich bring dich um. Ich reiß dir deinen Kopf ab. Ich reiß euch einen Kopf ab. Nun steck sie über die Säure. Ich hab keinen Schaden genommen, er hat Schaden genommen. Nicht, dass ihr euch wundert. Nicht, dass ihr euch wundert, weil das... Das kann man nicht sehen. Wir haben alle keine Augen, wir sind alle blind. Traum sind sowieso alle kaputt. Das ist doch so ein Schicksal. Und nebenbei ist euch was ganz Geiles. Normal ist die jetzt auch elektrisch geladen. Nee, ich will es nicht vorführen. Ich will was anderes, ich werde es mal aufladen. Au! Du Schwein! So, bis dahin. Hier, guck mal, du lebst nicht mehr. Oh, mein Friedhof ist schon zu riesig geworden von PMO2. Ich brauche unbedingt mehr Friedhof. Ich brauche echt eine große Friedhofszone. Er will flyen. Oh mein Gott. So, weiter aufladen. Oh, da fliegt er mir mit Eleganz in die Fresse. Ihr kriegt allein aufs Maul. Und es tut mir gar nicht weh, weißt du warum? Weil ich ein Cheater bin und so. Nein, Witz, ich bin kein Cheater. Es ist einfach so, dass wenn du elektrisch geladen bist und der Gegner ist elektrisch geladen. Ja, passiert nix. Fliegst du immer noch mit Eleganz ins Gesicht? Du wirst nerven. Da
geil! So. Was macht er eigentlich? Halt! Ah! Aber das hast du von dem Schwein. Das machen wir nicht, den Punktetausch. Den verkaufe ich. So, gehen wir zu Ariona. Oh, verdammte Kacke! So, jetzt geht's. So, jetzt müsste es klappen. So, ganz vorsichtig landen. Nicht runter! Erdbeben! So. Ich werde keine ablegen. Müsste den Erdbeben am nächsten Level ab anlegen. Falls wir noch dazu kommen, weil wir jetzt echt keine Zeit mehr haben. Wir werden im Stau und hier angegriffen. Okay, die erste Wolke hat sich verabschiedet. Wow. Los, jump drauf! Woo! Merle kommt! Heute, jetzt geht's, Merle! Ich weiß nicht, ob wir noch ihren Zauber benutzen dürfen. Weil, was ich geil finde, ist halt, diesem Teil kriegen wir mindestens einen Sternpunkt pro Kampf. Ihr wisst schon, im ersten Teil, da gab's gar keinen mehr, wenn du. Wenn du gar keiner von irgendeinem Gegner kriegst, jetzt kriegst du überhaupt einen. Seht ihr da drüben, das war da mal Jonas anwesend. So. Der 15. Jetzt haben wir genug zusammen! Für Kraft plus On! Geil! Vielleicht hol ich mir offscreen den noch. Entschuldigung! Scheint nicht da zu sein, vielleicht ist sie ja gerade am Wald spazieren. Ich denke mal, hier beende ich den Part, weil ich denke mal, das ist jetzt die letzte Stelle hier. Ich werde jetzt einfach mal jetzt offscreen zurück, da zurückrennen und den Kraft plus Ort abholen. Das will ich jetzt haben und dann komme ich hier zurück. Weil wenn wir den jetzt schon zur Verfügung haben, haben wir mehr Angriffskraft, als wir uns vorstellen können. Und die brauchen wir jetzt so dringend, es geht. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt einen Kommentar und vergesst natürlich Wertungen nicht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann, Leute!